Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Bestandsveränderungen und wollen uns hierzu mal die jeweiligen Buchungsschritte anschauen. Alle Konten, die wir dazu benötigen werden, können Sie hier sehen und außerdem haben Sie unten rechts zwei wichtige Informationen, nämlich die Anfangsbestände am Jahresanfang der unfertigen und fertigen Erzeugnisse sowie am Jahresende die Schlussbestände. Wichtig ist hier zu erwähnen, dass auf den Konten unfertige und fertige Erzeugnisse nur zweimal im Jahr gebucht wird, nämlich am Anfang, wenn der Anfangsbestand über das Konto EBK gebucht wird und am Ende, wenn wir laut Inventur die Schlussbestände erfassen. Am Anfang des Jahres passiert also Folgendes. Die Anfangsbestände, die wir hier unten sehen können, werden über das Konto EBK, Eröffnungsbilanzkonto, auf die Konten unfertige und fertige Erzeugnisse gebucht. Wir haben also hier unten konkret einen Anfangsbestand der unfertigen Erzeugnisse in Höhe von 25.000 Euro und das wird folgendermaßen auf das unfertige Konto unfertige Erzeugnisse gebucht. Wir buchen den Betrag 25.000 Euro im Soll von unfertige Erzeugnisse. Und die Gegenbuchung erfolgt wie bei jedem Aktivkonto auf der Habenseite des Kontos EBK. Auf dieselbe Weise hätten wir beispielsweise das Konto TA und Maschinen oder Fuhrpark eröffnet. Vor die Konten kommt dann noch die Bezeichnung der Gegenkonten hin. Hier unfertige Erzeugnisse und dann einmal hier unten EBK. Der Buchungssatz hierfür lautet unfertige Erzeugnisse an EBK 25.000 Euro. Und genauso wird der Anfangsbestand auf das Konto Fertigerzeugnisse gebucht, in dem Fall 19.000 Euro. Der Buchungssatz hierfür lautet Fertige Erzeugnisse an EBK 19.000 Euro. Und im Gegensatz zu den anderen Konten, die wir kennen, wird hier im Laufe des Jahres nicht weiter gebucht. Man macht Folgendes, dass man nämlich am Ende des Jahres dann nur noch die Schlussbestände auf die beiden Konten unfertige und fertige Erzeugnisse bucht. Wir schauen uns also mal an, wie hoch sind die Schlussbestände. Das sehen wir ja hier unten. Schlussbestand unfertiger Erzeugnisse 20.000 Euro. Das machen wir bei jedem Aktivkonto. Wie bei jedem Aktivkonto buchen wir das auf die Habenseite. Unfertige und fertige Erzeugnisse sind Aktivkonten und dort bucht man eben die Schlussbestände auf der Habenseite. 20.000 Euro also ins Haben von unfertiger Erzeugnisse. Die Gegenbuchung erfolgt auf dem Konto SBK, Schlussbilanzkonto im Soll. Das Ganze folgt dem Buchungssatz SBK an unfertige Erzeugnisse 20.000 Euro. Und dann fehlen natürlich noch die Kontenbezeichnungen vor den Beträgen. Und genauso schließen wir das Konto Fertigerzeugnisse ab. Da sehen wir unten einen Schlussbestand von 22.000 Euro, natürlich im Haben von Fertigerzeugnisse. Gegenbuchung im SBK im Soll und die Bezeichnung der Namen vor den Beträgen der Gegenkonten. Und der Buchungssatz hierfür lautet SBK an Fertigerzeugnisse 22.000 Euro. Damit sind die Konten unfertige und fertige Erzeugnisse über SBK abgeschlossen worden. Wir sind damit aber noch nicht fertig, denn wir müssen die Bestandsmehrungen und Bestandsminderungen der jeweiligen Konten auf das Konto Bestandsveränderungen buchen. Und dazu müssen wir erstmal vorstellen, uns erstmal anschauen, ob wir denn auf den jeweiligen Konten eine Bestandsmehrung und eine Bestandsminderung haben. Wir schauen uns dazu mal die unfertigen Erzeugnisse an. Wir sehen auf diesem Konto, dass wir einmal einen Anfangsbestand von 25.000 Euro hatten und dann am Ende des Jahres einen Schlussbestand von 20.000 Euro. In diesem Fall sprechen wir von einer Bestandsminderung und zwar um 5.000 Euro. Unfertige Erzeugnisse haben also eine Bestandsminderung von 5.000 Euro und wir müssen diese Bestandsminderung auf das Konto Bestandsveränderung buchen. Das machen wir wie immer beim Abschluss von Konten. Wir nehmen uns die betragsmäßig kleinere Seite vor, das ist die hier mit den 20.000 Euro und schreiben den Differenzbetrag, den Saldo, unterhalb dieser Zahl. Wir schreiben also 5.000 Euro unterhalb dieser 20.000 Euro hin.
wäre darüber nicht, also hätte darüber nicht 20.000 Euro gestanden, sondern beispielsweise 27.000, dann wäre ja dieser Betrag hier größer, also dieser Betrag 20.000 wäre größer gewesen als der um 2.000 und wir hätten eine Bestandsmehrung gehabt. Die hätten wir dann eben auf der anderen Seite buchen müssen. Dazu werden später noch viele Beispiele folgen. Nun haben wir hier bei einer Bestandsminderung in Höhe von 5.000 Euro. Bestandsminderungen werden, weil das jetzt ja hier im Haben gebucht wurde, muss diese Bestandsminderung auf das Konto Bestandsveränderungen im Gegensatz dazu auf die Soll-Seite gebucht werden. Weil wir haben immer eine Buchung auf der Haben-Seite, entspricht der anderen Gegenbuchung auf dem anderen Konto auf der Soll-Seite. Das heißt, die 5.000 Euro müssen bei Bestandsveränderungen im Soll erscheinen. Davor schreiben wir noch die Namen der Gegenkonten hin. Und damit haben wir die Bestandsveränderung unfertiger Zeugnisse, man sagt umgebucht auf Bestandsveränderungen. Das Ganze folgt dem Buchungssatz Bestandsveränderungen unfertiger Zeugnisse 5.000 Euro. Und den schreibe ich mal, die beiden alten Buchungssätze können hier weg. Und dann kommt mal dieser neue Buchungssatz rein. Und genauso verfahren wir mit dem Konto fertiger Zeugnisse. Hier ist der umgekehrte Fall gegeben. Wir hatten einen Anfangsbestand von 19.000 Euro und einen Schlussbestand von 22.000 Euro. Wir haben also eine Bestandserhöhung, eine Bestandsmehrung. Diese wird jetzt hier getreu demselben Schema immer, bilde quasi den Saldo auf der betragsmäßig kleineren Seite. Das ist die Soll-Seite. Dort wird die Bestandsmehrung in Höhe von 3.000 Euro gebucht. Die Gegenbuchung erfolgt auf der Haben-Seite von Bestandsveränderungen. Die Namen der Gegenkonten kommen davor. Und diese Buchung folgt dem Buchungssatz fertiger Zeugnisse an Bestandsveränderungen. Und hiermit haben wir die Bestandsmehrung von fertiger Zeugnisse korrekt abgeschlossen über Bestandsveränderung. Ich nehme mal die gelbe Markierung raus. Und als letztes muss noch das Konto Bestandsveränderungen über G&V abgeschlossen werden. Hier folgen wir wieder dem gleichen Schema. Wir gehen auf die betragsmäßig kleinere Seite. Und das ist eben diese hier mit den 3.000 Euro. Und bilden den Saldo darunter, nämlich 5.000 minus 3.000 gleich 2.000 Euro. Das ist eben die Verrechnung quasi aus den 5.000 Euro Bestandsminderung der unfertigen Erzeugnisse und den 3.000 Euro Bestandserhöhungen der Fertigerzeugnisse. Jetzt mal kurz nachgedacht. Wenn wir eine Bestandsminderung bei den unfertigen Erzeugnissen hier oben von 5.000 hatten und gleichzeitig eine Bestandsmehrung von 3.000 hatten, was haben wir dann insgesamt? Eine Bestandsmehrung oder Bestandsminderung? Die richtige Antwort ist, wir haben eine Bestandsminderung in Höhe von 2.000 Euro. Und Ziel ist es jetzt, diese insgesamte Bestandsminderung in Höhe von 2.000 Euro auf das Konto G&V zu buchen. Und das passiert jetzt automatisch. Wir haben nämlich hier unten, wie wir gesehen haben, hingeschrieben, die Bestandsminderung 5.000 und Bestandserhöhung 3.000 verrechnet sich automatisch hier zur gesamten Bestandsminderung in Höhe von 2.000 Euro. Und da wir diese hier im Haben von Bestandsveränderungen buchen, erscheint sie automatisch hier unten auf die Soll-Seite von G&V. Dann kommt wie immer die Namen der Gegenbezeichnung davor, der Konten. Und der Buchungssatz hierzu G&V an Bestandsveränderungen 2.000 Euro. Dazu nehme ich mal die alten Buchungssätze hier oben raus und trage den letzten Buchungssatz ein, also G&V an Bestandsveränderungen 2.000 Euro. Wir wollen als letzten Schritt uns überlegen, was passiert wäre, wenn wir nicht diese Konstellation gehabt hätten. Wenn also beispielsweise es sich herausgestellt hätte, wir können ja dazu mal zurückspulen. Ich werde jetzt mal die einzelnen Schritte rausnehmen, die ich gemacht habe, und ich möchte mal dann überlegen, was gewesen wäre, wenn wir hier insgesamt eine Bestandserhöhung gehabt hätten. Also wenn die 2.000 Euro sich nicht hier abgeschlossen hätten, sondern wenn wir eine Bestandserhöhung gehabt haben. Und zwar wollen wir mal dazu annehmen, dass eben hier nicht diese 2.000 Euro als Saldo entstanden wären und dass Fertigerzeugnisse beispielsweise hier einen höheren Wert gehabt hätten. Beispielsweise, dass sich das eben so ergeben hätte. Dann hätten wir hier 8.000 Euro zum Beispiel, die Zahl denke ich mir gerade aus, hätten wir die hier zu stehen gehabt. Und was hätten wir dann gemacht? Wie hätten wir dann Bestandsveränderungen über G&V abgeschlossen? Ich mache das hier unten mal kurz weg. Wie hätten wir dann Bestandsveränderungen über G&V abgeschlossen? Genau umgekehrt. Wir hätten gesagt, geh zur betragsmäßig kleineren Seite, bilde hier dann den
Saldo, die Differenz, das wären dann 3.000 Euro gewesen. Das wäre dann insgesamt eben eine Bestandserhöhung um 3.000 Euro. Und die hätten wir dann in der G&V hier unten gegengebucht. Dann die Gegenkonten davor geschrieben. Und dann wäre es eben der Buchungssatz gewesen, Bestandsveränderungen an G&V 3.000 Euro. Wir können also hier oben sehen, es wäre genau der umgekehrte von dem hier oben. Hier haben wir G&V an Bestandsveränderung. Hier unten wäre es Bestandsveränderung an G&V. Und wir hätten jetzt hier insgesamt mit einer Bestandsmehrung in Höhe von 3.000 Euro zu tun gehabt. Wir wollen uns merken als Abschlusssatz, Bestandsmehrungen erscheinen immer auf der Habenseite der G&V, insgesamte Bestandsmehrungen und insgesamte Bestandsminderungen erscheinen immer auf der Sollseite der G&V. Und das soll hier fürs nächste reichen. Ich möchte Sie bitten, dann die Aufgaben im Anschluss zu bearbeiten.